Hallo liebe Motorsportfreunde, hier ist wieder euer Chris und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Erstmal will ich mich ganz förmlich entschuldigen, dass ich in letzter Zeit nicht so viele Videos gebracht habe, weil ich auch einfach sehr viel zu tun hatte. Aber keine Sorge, Ayrton Senna Teil 2 wird kommen, die nächste Boxschuppenreihe wird alles kommen, also macht euch darüber mal keine Sorgen. In meinem jetzigen Video möchte ich euch mal wieder nur einfach einen kleinen klassischen Motocross-Ausschnitt zeigen, welcher sich in den 60er Jahren abspielt. Die 60er Jahre waren im Motocross damals sowohl im Osten als auch im Westen von Deutschland relativ offen. Es gab noch keine großen Einschränkungen von wegen, ja, die Fahrer kommen aus dem Westen, durften nicht mehr im Osten teilnehmen. Die Fahrer vom Osten durften damals sogar noch, wenn sie gut waren, im Westen teilnehmen. Unter anderem natürlich die oberkrasse Ausnahme Paul Friedrichs, der dann noch später Weltmeister wurde. Die 60er Jahre waren im Motocross-Sport damals auch ein wirklich sehr interessantes Jahrzehnt. Es ist vielerlei passiert, die Motorräder wurden, wie schon mal in einem anderen Video gesagt, extra schon so in die Richtung Motocross gebaut, also leichter gemacht, Motorenleistung wurde verändert, Fahrwerke wurden verändert. Und das machte dieses Jahrzehnt im Motocross natürlich wirklich sehr interessant. In diesem Video sind wir im Jahre 1966 im Weltmeisterschaftslauf in thüringischen Gumpelstadt auf der Alten Warf. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, das Feld konzentriert sich für den Start zum letzten Lauf. 8 Runden werden gefahren. Eine Runde hat die Länge von 2225 Metern. Achtung! Das Feld wird nervös. Die Fahrer werden zurückgehalten. Erst wenn alle die Startlinie genau einhalten, erst dann kann hier das Feld auf die Reise gehen. Immer wieder lassen die Fahrer die Kupplung ein wenig schleifen. Denn fest steht, wer hier einen guten Start hat, der wird es ein wenig leichter haben. Er wird den Schlamm der Hintermänner nicht abbekommen. Schiblin wollte hier ausbrechen. Ab geht die Post. Walek in Front. Dahinter kommt Paul Friedrichs. Walek führt. Eine große Gruppe jetzt am Sprunghügel. Da kommt außen Friedrichs auf. Dieser Kurs verlangt jetzt von den Fahrern äußerste Konzentration und Beherrschung der Maschine. Durch die erste Schikane sind die Fahrer hindurch. Nun geht es hinauf zur ersten Auffahrt. Walek da vorn. Dahinter, das muss Kiblin sein. Hier haben wir Walek. Dahinter dann mit Start Nummer 4, Vic Eastwood aus England. Beide drehen sich da unten, haben sehr schwer in diesem Schlamm sich jetzt durchzupreisen. Sie sehen selbst, wie die Maschinen schleudern, wie die Fahrer mit den Füßen nachhelfen, um ihre Maschinen wieder nach oben zu bringen. Walek hat Boden verloren. Eine Abfahrtsstrecke, die es in sich hat. Hier ein Sprunghügel. Sehr schwer, eine Linkskurve und der Hügel fällt nach rechts ab. Paul Friedrichs fährt seinem Sieg entgegen. Vic Eastwood ist in der letzten Runde noch einmal groß aufgekommen, hat den Abstand zu Paul Friedrichs verringert. Hier kommt der Paul dahinter, Vic Eastwood.
mit einem Abstand von etwa 20 Metern siegt Paul-Friedrich, Deutsche Demokratische Republik, auch im zweiten Lauf hier auf der Alpenbahn. Den zweiten Platz in diesem zweiten Lauf belegt Vic Eastwood aus England. Und in der Gesamtwertung, so viel können wir jetzt schon sagen, hat sich Paul Friedrichs aus der Deutschen Demokratischen Republik weitere 8 wertvolle Weltmeisterschaftspunkte erkämpft. Hier unten steht der strahlende Sieger. Wir haben zwar nur seine Rückseite, aber wir wollen ihm einen recht, recht herzlichen Glückwunsch von hier aus sagen. Wir schätzen seine Leistung und wir hoffen, dass wir nunmehr auch einen neuen Weltmeister in dieser Klasse bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik haben. Denn so viel steht jetzt schon fest, dass Paul Friedrich in diesem Jahr kaum noch gefährdet werden kann. Damit geht ein großartiger Renntag hier auf der Alten Warte in der Nähe von Gumpelstadt zu Ende. Der Weltmeisterschaftslauf der Halbliter-Lizenzklasse ist vorüber. Hier unten haben Sie noch einmal Paul Friedrichs, den Sieger dieses großartigen Rennens im Bild. Er kommt hier für einen Augenblick noch zu uns an unsere Sprechstelle. Hallo Paul Friedrichs, wo ist er? Ich muss mich mal rausbeugen. Hallo Paul! Herzlichen Glückwunsch, das war ganz groß. Wie war die Strecke? Ja, war sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Kann ich mir vorstellen. Wir haben die Schinderei gesehen. Ich glaube, jetzt ist alles gelaufen für dieses Jahr. Noch nicht. Noch zweimal so, dann vielleicht ja. Aber ich glaube, wenn es weiter so rollt, wie es bisher sich angelassen hat, dann können wir wahrscheinlich doch Sie bald als künftigen Weltmeister begrüßen. Paul, Sie schwitzen furchtbar. Wir bedanken uns bei Ihnen recht herzlich. Viel Spaß noch heute Abend. Danke. So, und während Paul Friedrichs nun nach unten geht zu seiner Siegerehrung, er wird sich wahrscheinlich noch schnell ein wenig sauber machen müssen, wollen wir uns von der Alten Wart verabschieden und schalten zurück nach Adlershof. Und das war's auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Meinungen und so weiter, immer alles unten in die Kommentarbox. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, ciao!